Jo, hey Leute, willkommen zu diesem Video. Wir schauen uns mal alle Informationen an, die wir bis jetzt zum Ranking-System haben, was jetzt zur Beta kommen soll noch. Und wenn du wissen willst, wie du den Ranked-Spielmodus freischaltest und was sie gegen Smurfen und Boosten machen wollen, dann bleib jetzt dran. Verschiedene Quellen sagen, dass der Spielmodus schon im Laufe dieser Woche freigeschaltet werden soll. Um ihn aber dann bei dir persönlich freizuschalten, muss man erstmal 20 Spiele absolvieren. Das wird so als kleines Warm-up gesehen für Beginner, dass man nicht sein erstes Game direkt im Rank macht, sondern erstmal das Spiel ein bisschen kennenlernt. Wenn man überlegt, dass so ein Spiel zwischen 25 und 40 Minuten dauert, sage ich mal, und man sagt, jetzt ein Durchschnitt wäre 33 Minuten pro Spiel, und das hochrechnet, wären das ca. 11 Stunden Spielzeit, die man erst rein investieren müsste. So ein System gibt es auch in CSGO, da muss man auch erstmal ein paar Casual-Spiele spielen, damit man dann letztendlich auch in den Ranked-Modus kann. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, denn ich denke mal, keiner will irgendeinen Random im Team haben, der noch nichts rafft und überhaupt gar nicht weiß, was er da tut. Von daher ist das auf jeden Fall eine gute Funktion. Und 20 ungewertete Spiele ist jetzt auch nicht die Welt. Das sollte man relativ fix hinbekommen. Dann, es gibt 8 verschiedene Ränge. Das wäre einmal Eisen, Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Unsterblich und den höchsten Rang Valorant. Jeder dieser Ränge ist nochmal in unterschiedlichen Stufen eingeteilt, 1, 2 und 3, das heißt, es gibt Bronze 1, Bronze 2, Bronze 3, Silber 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Das ist bei allen Rängen so, außer beim Valorant-Rang, den höchsten Rang, da gibt es nur den Valorant-Rang und keine einzelnen Stufen nochmal. Wichtig ist, wenn ihr mit euren Freunden spielen wollt, dass eure Ränge nicht zu weit auseinander sind, das maximal sind 2 Ränge Unterschied. Damit sind aber nicht die Stufen gemeint, das sind 6 Stufen, es sind wirklich die Ränge gemeint, also Eisen, Bronze, Silber, Gold und so weiter. Das ist an sich eine gute Funktion, um ein ausgeglichenes Matchmaking zu machen. Ich habe es in CSGO immer sehr genossen, wenn man auch mal mit schlechteren Mates Matchmaking spielen konnte. Da konnte man ja dann immer mit einer 5er Lobby, egal mit welchen Ranks, zusammenspielen. Ja, finde ich ein bisschen schade, aber an sich ist es eine gute Funktion, damit man ein ausgeglichenes Matchmaking hat. Trotzdem ist es ein bisschen blöd, wenn man mit seinen vielleicht auch etwas schlechteren oder besseren Freunden spielen will, wer weiß. So, logisch ist natürlich, wenn man gewinnt, dass man dann Punkte dazu gewinnt und wenn man verliert, dass man dann Elo-Punkte verliert, sodass man halt absteigt. Hier ist nochmal ein kleiner Twist drin. Es werden sowohl die Wins und Loses angerechnet, als auch die persönliche Leistung. Es wird sich angeschaut, wie gut du performt hast in einem Spiel. Wenn du jetzt in einem Spiel sehr, sehr gut warst, auf dem ersten Platz, dann rankst du schneller auf. Geht aber auch umgekehrt, wenn du schlecht warst und verlierst, dann musst du halt auch dementsprechend viele Elo-Punkte verlieren. Wenn ihr jetzt aber in einem der höheren Ränge seid, dann wird das eher unwichtiger und dann wird mehr Fokus auf die Wins und Loses gelegt, weil man davon ausgeht, dass die persönliche Fähigkeit ab einem bestimmten Level einfach schon da ist und dann wird einfach nur noch geguckt, wie gut ist das Teamplay, wie gut ist das Team und daher sind dann Wins und Loses wichtiger und gehen mehr in die Bewertung ein als die persönlichen Leistungen. Genau damit wird halt so ein bisschen gegen das Boosten und Smurfen angegangen, weil halt jeder seine eigene Bewertung bekommt und man halt nicht wirklich jemanden jetzt noch boosten kann, zumindest auf den unteren Ring. Aber wenn dann jetzt an den höheren Ringen ist, dann wird man vermutlich eh nicht mehr geboostet. Wenn man dann eh einfach schon ein gewisses Skill-Level hat und dann braucht man sich nicht mehr boosten lassen. Und Smurfen erst recht nicht. Ganz interessant ist, wenn ihr zu 5 reinqueut, dann bekommt ihr höchstwahrscheinlich auch Gegner, die zu 5 reinqueuen. Das heißt, es wird ein Pre-Team gegen ein Pre-Team spielen. Das wird auch genauso sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu 2 oder zu 3 reinqueut, dann wird halt, es wird zumindest versucht, dass im Gegnerteam eine ähnliche Teamanzahl gegen euch spielt. Es wird ja einfach generell sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass das Matchmaking so ausgeglichen wie möglich ist. Was dazu aber zu sagen ist, dass Valorant sich bei jedem Spiel im Vorhinein ausrechnet, welches Team theoretisch besser ist und dementsprechend eine Erwartung an das Team hat, welches gewinnen soll. Falls dieses nämlich nicht gewinnt, dann verliert es mehr Punkte als bei Spielen, wo das Team eigentlich dazu, sag ich mal, vorhergesehen war zu verlieren. Das heißt, es gibt, wenn man jetzt reinqueut, gibt es Spiele, wo Valorant sagt, das müsstest du eigentlich gewinnen, weil ihr theoretisch rein von den Statistiken her das bessere Team seid. Und wenn ihr das Spiel aber verliert, verliert ihr mehr Elo-Punkte, als wenn ihr jetzt in ein Spiel reingeht, wo Valorant sagt, dass das Gegnerteam eigentlich das bessere Team ist. Weil es ist halt nie möglich, ein 100% faires Spiel zu machen mit denselben Statistiken und so weiter und so fort. Von daher gibt es immer einen Favoriten und der Favorit hat mehr zu verlieren als jetzt, sag ich mal, das Underdog-Team. Das heißt aber auch, wenn das Underdog-Team ein Spiel gewinnt, was es eigentlich verlieren sollte, kann man umso mehr Elo-Punkte gewinnen und schneller aufsteigen. Auch ganz interessant ist, dass nach 14 Tagen der Rang ausgeblendet wird, wenn man in der Zeit nicht gespielt hat. Der Rang ist nicht verloren, er wird einfach nur deinen Teamspieler nicht angezeigt, weil die sich irgendwie dann Sorgen machen, dass man halt dann nicht auf dem Level ist, was eigentlich seinen Rang vorgibt.
Und man möchte halt das dann nicht seinen Teammates zeigen, zumindest beziehungsweise Valorant nicht, dass die Teammates das wissen. Dieser wird dann erst nach einem Game wieder angezeigt. Ihr, im Hintergrund gibt es aber trotzdem noch eure Elo-Punktzahl, ihr verliert den nicht. Er ist einfach nur ausgeblendet. Sie wollen halt einfach, dass der Rang, der angezeigt wird, auch versuchen sie zumindest 100% dein Skill-Level widerspiegelt. Und sie sind halt der Meinung, nach 14 Tagen ohne Spielzeit bist du nicht mehr auf dem Level, wo du eigentlich warst, auf dem Rang. So, das sind aktuell alle Informationen, die wir zum Matchmaking haben. Sie haben auch geschrieben, dass das alles noch in der Testphase ist. Das ist ja wie gesagt alles noch in der Beta. Und es dazu kommen kann, dass es ab und an mal der Modus auch deaktiviert wird, wenn sie Änderungen vornehmen wollen. Sie haben auch geschrieben, dass sie offen sind, neue Sachen auszuprobieren. Klar ist auf jeden Fall, dass das Matchmaking-System viel über die Zukunft entscheidet von dem Spiel, weil es einfach immer diese Langzeitmotivation ist, immer aufzusteigen, besseren Rang und so weiter und so fort. Wenn das Matchmaking nicht funktioniert, kann es da eventuell dazu kommen, dass es Valorant keine lange Zukunft hat. Aber so wie die das geschrieben haben, versuchen sie das bestmögliche Matchmaking zu machen, wie es halt nun mal möglich ist. Von daher bin ich da zuversichtlich. Klar ist auf jeden Fall, dass das Matchmaking sehr wichtig ist und über die Zukunft des Spiels entscheiden wird, weil Matchmaking ist immer dafür da, dass es irgendwie eine Langzeitmotivation gibt, dass man immer aufsteigen will, besser werden will und so weiter und so fort. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil ich kenne das vom Casual-Spiel, wenn man da irgendwie gegen bessere Spieler spielt und die halt wirklich reinschwitzen, dann kassiert man halt teilweise echt böse Dinger und dann macht es auch irgendwie nicht so viel Spaß. Ja, aber schauen wir mal. Ich meine, bei CSGO war ich Global Elite, da war es jetzt auch nicht, also da waren auch Idioten, ja, aber da waren auch ein paar Drücketiere dabei und ich habe fast 2000 Spielstunden da drin, also hoffe ich mal, dass da mich die Langzeitmotivation bei Valorant auch packen wird und schauen wir mal, was da für ein Rang dann für mich vorgesehen ist. Valorant wäre ganz cool, aber ich gehe mal davon aus, dass Valorant vermutlich eher nur für die Pros vorgesehen ist. Wäre trotzdem ganz cool, ihn zu erreichen, ich hätte Lust, aber schauen wir mal, ob das überhaupt möglich ist. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich bin mal gespannt, wann der Modus jetzt freigeschaltet wird, beziehungsweise aktiviert wird. Man muss ihn ja selber freischalten. Wie gesagt, verschiedene Quellen sagen, dass das im Laufe dieser Woche passieren wird. Ich hab Bock, ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao.